Was ist der Unterschied zwischen Union und Union All? Diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten anhand eines Beispiels. Der Hauptunterschied: Union und Union All sind Befehle, die in SQL verwendet werden, um Werte aus zwei Tabellen zu integrieren. Ein offensichtlicher Unterschied zwischen diesen beiden besteht darin, dass ein Union einen bestimmten Satz von Werten zurückgibt, während ein Union All alle betroffenen Werte zurückgibt, selbst wenn sie Duplikate sind. Sehen wir uns dazu dieses Beispiel an. Wir sehen zwei Tabellen. Tabelle 1, genannt Klasse A, beinhaltet drei Vornamen mit einer Punktezahl: Anna, Thomas und Katrin. Die zweite Tabelle, Klasse B, beinhaltet die Namen Anna, Johannes und Peter. Sehen wir uns nun im ersten Schritt an bei der Verwendung eines Union All Statements. Wenn wir nun ein Union All anwenden, erhalten wir als Ergebnis Anna, Thomas, Katrin, Anna, Johannes und Peter. Wie wir hier sehen, wiederholt sich der Vorname Anna. Es werden sozusagen Duplikate angezeigt. Verwenden wir nun hingegen das Union Statement, sehen wir, dass das Ergebnis nun Anna, Thomas, Katrin, Johannes und Peter ist. Kurzum, Duplikate wurden hier entfernt und wir sehen den Vornamen Anna nur einmal in diesem Ergebnis. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch helfen. Tschüss und bis bald.